wie gesagt, wenn ihr einmal anfangt zu stöbern, es wird gefährlich. Weil ich war ja der Meinung, ich brauche dringend Serum. Ich brauche mehr Serum. Ich habe ja fast nichts mehr. Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Für diejenigen unter euch, die mich nicht kennen, mein Name ist Katrin. Und wenn ihr euch fragt, was ich hier so treibe, nun ja, von Unboxings meiner Boxen, die sich so in meinem Abo befinden, hin über Make-up, Pflege, Hauls, eigentlich alles, woran ich Spaß habe. Und wo ich natürlich immer hoffe, dass ihr auch dran Spaß habt. Und wenn ihr dran Spaß habt, freue ich mich natürlich, wenn ihr neu hier seid und mir ein Abo da lasst. Und ich freue mich natürlich auch immer über ein Däumchen nach oben für das Video. Und heute habe ich noch einen kleinen Yes-Style-Haul für euch. Denn da war ich schon wieder unterwegs mit abgesegnetem Warenkorb, wohlgemerkt. Und ich, ach, dieser Shop, ne? Also der lädt ja einfach zum Shoppen ein. Ihr entdeckt da so, so coole Sachen und ich komme da immer in einen kleinen Kaufrausch. Wirklich, ich muss mich da immer zusammenreißen. Also ich habe auch bei dem letzten Haul schon gesagt, Leute, stöbern auf eigene Gefahr. Und bei mir ist grundsätzlich, ich gehe da rein und irgendwas muss einfach mitwandern. Und was ich da alles gefunden, erbeutet und erblickt habe, was unbedingt mit musste, das zeige ich euch jetzt einmal. Vielleicht ist noch wichtig zu erwähnen, für alle, die YesStyle nicht kennen, das ist so ein Shop, da kriegt ihr ganz viel Korean Skincare und sowas, was mich natürlich, also da bin ich ein riesen Fan von und kriegt auch Klamotten da und auch so viele andere coole Sachen und habt auch meistens Prozente irgendwie, die ihr einlösen könnt und unten in der Infobox ist auch ein Gutscheincode für euch. Ich glaube, da kriegt ihr auch 10% oder so damit, aber guckt mal, womit ihr am günstigsten rauskommt, wenn ihr stöbern geht und ja, jetzt aber fangen wir an, weil ich bin ja selber neugierig, was da alles gekommen ist. Denn es dauert immer ein bisschen, bis die Sachen ankommen, je nachdem, ob die sofort verfügbar sind. Und ich weiß, ich hatte ein paar Sachen eingeladen, wo ich dachte, okay, da lohnt es sich zu warten, denn das wollte ich unbedingt haben. Und jetzt endlich ist es angekommen und das möchte ich natürlich euch zeigen. Und als erstes habe ich ein kleines Set mitgenommen, was mir so gut gefallen hatte und das war auch reduziert, weil die haben auch oft verschiedene Sachen reduziert da. Da müsst ihr auch so ein bisschen nach den Preisen immer gucken. Wenn ihr irgendeine Marke habt, die ihr gerne mögt oder so, dann ist das immer richtig cool, weil die auch oft in die Angebote hauen und wirklich mit richtig guten Prozenten. Plus die Prozente, die ihr dann noch meistens kriegt, wenn ihr da einen Gutschein einlöst. Und hier ist einmal mitbekommen von Ionic ein Serum-Kit, was ich super spannend fand. Und ich hole euch das mal raus, denn das hat drei verschiedene Serien drin. Und ich habe euch in meinem letzten Haul ja schon gezeigt gehabt, da hatte ich, na komm raus du, ich kämpfe noch mit der Verpackung. Da hatte ich euch ja dieses eine Propolis-Serum gezeigt und jetzt habe ich hier auch nochmal Propolis dabei. Das ist einmal hier so ein kleines, dann habe ich einmal dieses Teebaumöl-Serum dabei, was ich ja auch so cool fand und einmal Rose, irgendwas mit Rose, so ein Serum mit Rosenwasser drin. Und ich fand die alle so spannend und fand das jetzt halt cool, weil es das in so einem kleinen Set gab, wo alles drin ist, um sich da mal ein bisschen reinzutesten. Alle mit 15 Milliliter und das war echt so schön reduziert, dass ich da einfach nicht dran vorbei kam und die Neugierde einfach so groß war. Und ich habe ja die liebe Ginny von Ginny's Beauty Eskalation. Die hat nur Instagram, aber die ist so ein kleiner... Ja, die guckt dann immer für mich, ob die Inhaltsstoffe auch gut sind. Und dann gibt es noch eine Ginny. Diesmal muss ich dran denken, sie im i zu verlinken, nicht nur unten in der Infobox. Denn die kennt sich richtig gut mit Skincare auch aus und auch mit diesem koreanischen. Und die hat auch ein ganz tolles Video gemacht und allgemein macht die Frau einfach mega coole Videos.
Da müsst ihr mal vorbeigucken auf dem Kanal. Und ja, das war das Erste, was mitkam. Und wer denkt, ich hätte mich zusammengerissen? Wenn ich schon mal die Freigabe habe zu Shopping, dann wird auch zugeschlagen. Denn das Nächste, was unbedingt mit musste, unbedingt, ist einmal hier das. Und Leute, verzeiht mir, wenn ich die Namen wieder 0,0 aussprechen kann. Das ist ein Serum von Yuhada. Und das ist, glaube ich, auch mit Rose gewesen. Glow Vital Ampulle. Nee, mit Koralle war das, genau. Das ist eins mit Koralle. Ich hatte da, wie gesagt, meine Warenwunschliste ist mit, was weiß ich, wie viele Seiten voll. Ich glaube, 99 Sachen. Und das ist noch lang nicht alles, Leute. Noch lang nicht. Aber hier war ein bisschen Verpackungsopfer im Spiel. Ich gestehe. Dann guckt euch das mal an. Guckt euch dieses Serumfläschchen mal an. Und das ist halt für Glow zu geben. Und wie gesagt, mit so Koralle drin. Irgendwas. Und ich sehe auch das 2023. Bis 2023 werdet ihr ganz viele Sachen sehen. Aber da konnte ich auch nicht dran vorbei, weil ich auch das Fläschlein so schön fand. Und die Farbe in wunderschönem Rosa und mit dem Roségold. Und ich bin so ein Opfer. Aber ja, einmal das mitgewandert, weil ich war ja der Meinung, ich brauche dringend Serum. Ich brauche mehr Serum. Ich habe ja fast nichts mehr. No comment on this. Ist richtig hübsch, oder? Leute, versteht mich. Es ist, wow, es ist die Koreaner und ihre Verpackungen sind da auch ganz böse unterwegs. So, dann, es geht doch eigentlich noch. Kommt nicht mehr so viel, sagte sie, ne? So. Eine Sache, die noch mitgekommen ist, und die hatte ich vom letzten Mal noch im Warenkorb, also auf der Wunschliste, und war jetzt so, okay, und jetzt ist noch reduziert, und ja, ich will es unbedingt mal testen. Und zwar ist das hier von Benton, und Benton ist ja eine richtig tolle Marke, habe ich erfahren. Also, ich bin da gar nicht so verkehrt, und manche Sachen kriegt ihr ja sogar beim DM, aber ja, wie gesagt, bei Gestyle könnt ihr gut immer mit Prozenten shoppen. Auf jeden Fall. Und dann halt reduziert. Ne? So, ich wiederhole mich, ich weiß. Auf jeden Fall haben wir Snail Bee High Content Essence. Und das ist hier von diesen Schnecken. So ein Sekret. Und aber so ein Filtrat. Und Bienengift ist halt auch drin. Und ich bin ja so ein kleines. Ich mag sowas ja. Und die Koreaner haben das ganz viel in ihren Produkten. Und seit ich Schneckenschleim auch verstanden habe, dank der lieben Ginny, patsche ich mir das auch gerne aufs Gesicht, weil vorher war ich so ein bisschen Schneckenschleim. Aber der soll ja so eine heilende Wirkung haben, und weil die Schnecke das unter sich hat und damit geschützt ist quasi, ist das so ein Schutz für eure Haut. Und ne, also es hat mir so ein bisschen den Ekel genommen, sagen wir es so. Und Bienengift hat mich halt einfach überzeugt, die Produkte, die ich schon hatte mit Bienengift. Deswegen, hier haben wir so eine kleine Kombination. Fand ich super spannend und musste leider dann jetzt wirklich mit. Und zwar haben wir hier auch einfach 60 Milliliter und die Flasche auch wieder. Also ich sag ja, Packaging ist so richtig, auch so hochwertig alles. Also es ist echt ein tolles Zeug und auch da sind richtig gute Inhaltsstoffe drin. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich als Erstes testen soll, weil ich mittlerweile so viele tolle Sachen da habe. Aber ich bin ja dann immer weiter, weil, ne, Leute, ich sage euch, macht das nicht nach. Ich bin kein gutes Vorbild, was das angeht. Aber ja, das Nächste nämlich, ich sehe, es geht ja weiter, ne? So. Hier habe ich nämlich diesmal dann, ihr merkt, es baut so ein bisschen aufeinander auf und die Wunschliste war ja noch und ne, man hat sich ja dann beim letzten Haul was verkniffen und hat jetzt hier wieder zugeschlagen. Logik. Ich sage euch, ich lebe in meiner eigenen kleinen Welt, in der ich das alles verbrauchen kann. Irgendwann. Auf jeden Fall von Some By Me ist jetzt nämlich auch noch die Creme mitgewandert. Da habe ich euch ja dieses Serum auch gezeigt gehabt, was ich so spannend fand. Und
dann bin ich jetzt echt so auf diesem Trip von so milden Säuren, da ist aber auch Dalton dran schuld und ja, habe dann jetzt auch diese passende Creme dazu mitgenommen und bin gespannt, weil das so eine in 30 Tagen Wundercreme ist, die euch da wunderschön zaubern soll, also wirklich euer Hautbild verbessern soll. Und ich habe ja jetzt auch gelernt mit den Säuren und so, wenn die ganz dünn, verdünnt irgendwie auf die Haut kommen, dass das so richtig eure Haut bearbeitet. Und ja, bin da jetzt gerade so ein bisschen, ihr merkt das schon, ne? Ich habe da immer so verschiedene Dinger, wo ich dann komplett mich da rein teste und arbeite. Und auf jeden Fall gibt es dafür keine Ausrede. Es ist die Creme halt mitgekommen, weil die mich beim letzten Mal schon interessiert hatte. Und kommt ganz schlicht eigentlich daher in so einem, das ist übrigens Plastik, kein Glas, in so einem grünen Tiegelchen und ist auf jeden Fall AHA, AHA, BHA, PHA und Centella 70% drin. Also ich bin sehr gespannt darauf, die auch mal zu testen und werde das dann in Kombination wahrscheinlich mit dem Serum testen, dass ich da so ein bisschen, ne, besser sagen kann, ob das auch wirklich in 30 Tagen, vielleicht sitze ich dann auch in 30 Tagen hier komplett verfeinert und tralala vor euch. Also bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Ich bin auf alles gespannt, aber das war halt so eine, hat so ein bisschen in meinem Kopf noch rumgeschwirrt, deswegen musste ich auch da zuschlagen. Und ich erzähle euch das mit diesen ganzen Säuren und tralala, weil natürlich noch was mitgekommen ist, was hier schon rausplumpst. Und zwar von Coarse X wird das, glaube ich, ausgesprochen. 150 Milliliter eines Toners. Und ich habe ja festgestellt, ich brauche mehr Toner. Leute, ich habe viel Gesichtswasser, ich habe viel Micellenwasser, aber Toner geht noch was. Und deswegen ist jetzt auch der mitgewandert. Da wollte ich mal gucken, wie der ist, weil ich habe den ja von Dalton und oh mein Gott, der ist so gut. Leute, egal, anderes Thema. Jetzt habe ich den mal mitgenommen, weil ich den halt auch spannend fand und mal testen wollte. Und auch mit diesem AHA und BHA, was natürlich so ein paar Säuren sind. Und da ganz wichtig, Lichtschutzfaktor dazu, ne? Sonst kriegt ihr Pigmentflecken. Aber der ist jetzt einmal bei mir noch mitgewandert und soll auch richtig, richtig gut sein. Kommt hierher und was ich an dem halt super cool fand, ist, der war natürlich auch wieder mega reduziert, also ein Schnäppchenpreis. Und was ich an dem aber cool finde, ist, dass das wirklich mal ein Toner ist, den ihr direkt aufsprühen könnt. Also der hat hier so einen Sprühkopf und 150 Milliliter sind drin und wird dann auch demnächst mal getestet werden. Aber ich habe noch zwei andere vor mir und dann kommt der irgendwann an die Reihe. Aber ich bin gespannt, ob der echt so gut ist, wie immer gesagt wird. Weil wie gesagt, das sind ja alles so Produkte, wo ich dann auch so ein bisschen drauf angefixt worden bin. Dann habe ich noch zwei Sachen hier drin. Und zwar von Anua. A-N-U-A wird das geschrieben. Ich blende ein bisschen, ne? Ich hoffe, man kann es sehen, weil ich bin ein bisschen, ja, es ist schon dunkel hier. Ich bin hier immer noch am Filmen für euch. Kommt ein bisschen öfter jetzt, dieser Pulli. Nicht wundern. Ich habe hier auf jeden Fall einen Toner und einen Cleanser mitgenommen. Und das sind Sachen mit ja, Hardleaf Gentle Facing Cleanser und Hardleaf Soothing Toner. Und hier war halt so, dass, was ich cool fand auch, und da müsst ihr auch mal gucken bei YesStyle, weil ihr könnt da auch oft gratis Sachen dazu kriegen zu den Produkten, die ihr kauft. Und das war hier der Fall. Und deswegen habe ich da auch zugeschlagen. Weil Cleanser geht ja immer. Braucht man immer irgendwann. Und der hat sich so toll angehört. Ich glaube, der soll auch so ein bisschen Zitrone und sowas mit drin sein. Und auch danach riechen. Und das hat sich für mich sehr spannend angehört. Keep it simple steht hier auch drauf. Weil die so ganz schlichte Verpackungen auch einfach haben. Also da war ich mal kein
Verpackungsopfer, sondern komplettes Inhaltsopfer. Und der ist hier auch noch zu. Das mache ich euch aber mal kurz auf. Also ganz schlichtes Design. Keep it simple steht hier auch wieder. Aber ich mag ja auch so ganz schlichte Designs sehr, sehr gerne. Und bin mal gespannt. Der ist auch hier nochmal extra, ne? Innen drin verschlossen. Einmal hier nochmal extra verschlossen. Und den werde ich dann einfach mal in Kombination mit dem Cleanser, mit dem Toner testen. Denn den Toner gab es einfach, und das ist das, was ich sage. Und meine mit, guckt mal nach den Angeboten. Denn den Toner gab es einfach gratis dazu und der hat sich auch super spannend angehört. Steht auch wieder Keep It Simple an der Seite und ist auch, wie gesagt, so ein ganz simples Design wie das andere. Den lasse ich jetzt mal zu. Und auch richtig coole Inhaltsstoffe, auf die ich sehr gespannt bin, wie das dann auf dem Gesicht funktioniert. Und dann kommt gar nicht mehr so viel. Also hier sind noch zwei Pröbchen. Und zwar auch hier von Corsix ein Cleansing Oil, so ein kleines Sachet zum Testen. Und einmal, was bist du denn eigentlich hier? Irgendwas, ich glaube auch ein Reiniger, so wie das aussieht. Ja, ich glaube, das ist ein Reiniger. Steht leider alles wirklich nur auf Korea. Ah, hier, ein Peeling Gel. Ich habe es gefunden, da steht was Englisches drauf. Ein kleines Peeling Gel ist das wohl. Auch sehr cool. Dann noch zwei Sachen und dann habe ich das schon geschafft. Und das hier ist eine richtig coole Marke von Sioris. Und da hat mir die liebe Ginny gesagt, da soll ich zuschlagen. Da soll ich gar nicht überlegen, da soll ich zuschlagen. Und ich habe mir hiervon jetzt auch dieses Spray, was ja auch ist wie ein Toner, also als Toner oder wie eine Ampulle wirken soll, so alles in einem, so ein Spray ja beim letzten Haul gekauft gehabt. Ich verlinke euch den am besten auch mal da oben, wenn ich dran denke. Und jetzt gab es halt die Nachtcreme im Angebot und sie hat schon gesagt, Katrin, du brauchst auch noch die Tagescreme. Und die war jetzt so cool reduziert auch und hat sich auch so toll angehört. Und da die liebe Ginny mir bestätigt hat, dass das eine richtig tolle Marke ist und die muss wohl die Haut echt... you look so young. Entschuldigung, Leute. Da steht drauf, ich sehe so jung aus. Brauchen wir, oder? Also ich brauche das auf jeden Fall. Und auch ein ganz schlichtes, tolles Design. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist auch eine Plastikflasche. Und die soll die Haut halt echt mega weich machen. Und Nachtcreme finde ich immer cool, da was Schönes zu haben, was so bei eurer Haut ja über Nacht richtig diese Nährstoffe aufnimmt. Und da bin ich mal gespannt. Die ist mit Tamanu Oil und Macadamia Öl. Und wird gerne getestet und ich guck mal, ob ich da noch die Tagescreme ein bisschen günstiger schießen kann dazu, damit ich da auch so ein kleines Rundum-Paketchen habe. Aber ich habe bis jetzt nur Positives, wie gesagt, von der Marke gehört und deswegen einmal Gino mit. Und dann als letztes, so cool, kam nämlich hier noch was mit. Und das ist, und da muss ich schmunzeln, weil da denke ich sofort an diese Mia-Box. Ich habe hier so ein kleines Döschen mitgenommen. Und zwar ist das von Kaolion, wird das glaube ich ausgesprochen. Kaolion? Keine Ahnung. So eine kleine Nachtmaske. Und die hat auch so kleine Perlchen drin, Leute. Und ich weiß nicht, ich fand die so ansprechend einfach mit diesen kleinen Bubbles. Und ich weiß, ich werde jetzt getötet werden, wenn das Video gesehen wird, weil die wurde mir einfach verboten. Einfach so, aber ich wollte sie halt unbedingt haben. Leute, es tut mir leid, wenn ihr die für mich bestellt habt, die ist ja klein. Ich nehme die gerne doppelt. Und wie cool ist die? Das ist so ein Gel mit so kleinen Bubbles drin. Das ist, das muss man doch haben. Leute, guckt euch das an. Also, und Nachtmaske geht immer. Und ich fand die einfach zu spannend. Es tut mir leid, aber alles andere,
Ich kam nicht dran vorbei. Und das andere, was ich davon wollte, durfte ich ja auch nicht bestellen. Also, ne, irgendwas musste ich bestellen. Das ist hier so eine Peace Water Aqua Drop Gel. Nein, Maske mit Hyaluron. Und soll die Hautbarriere stärken. Also, es hat sich einfach zu verlockend, zu toll angehört. Dazu kleine Verpackungsopfer, Blubberbläschen. Konnte ich nicht dran vorbei. Und ich sag's euch, ich hätte da noch weiter stöbern können und kaufen können. Und ich bin da jetzt schon wieder am Stöbern. Deswegen dachte ich, Katrin, wird Zeit, dass du das mal zeigst und abpackst, dass du wieder merkst, okay, du hast genug. Das ist hier Selbstkauftherapie, was ich hier mache. So, das war das letzte kleine süße Produkt in meinem kleinen E-Style-Haul. Und ich dachte, ich zeige euch das auch mal wieder. Und vielleicht kriegt ihr auch so ein paar Inspirationen. Wie gesagt, die Produkte sind alle abgewunken und ich freue mich da auf jedes, auch wenn ich es nicht sofort benutzen kann. Aber ich werde es benutzen und bin auf alles super gespannt. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß an meinem kleinen koreanischen Exkursion mal wieder. Aber ich bin so neugierig auf diese Korean Beauty einfach. Und ja, nicht alles ist da mega, aber und ich habe gerade echt so, ich muss mal gucken, was es noch so alles gibt und wünsche euch von Herzen einen schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, Mittag. Da ich ja nicht weiß, wann ihr das Video seht, ich hoffe einfach, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi.